Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Es wurde sich gewünscht, dass ich mir den Medion Eraser High-End Gaming PC Hunter X20 anschaue, der jetzt bald released wird bei Aldi. Und das Problem bei diesen PCs ist einfach, dass die immer sehr schnell weg sind, das wisst ihr ja auch. Man kann hier sich natürlich zum Aktionsstart erinnern lassen, aber ich würde euch wirklich empfehlen, wirklich morgens um 8 Uhr oder wann auch immer er da genau released wird, sich auf die Webseite zu begeben und das Teil zu bestellen, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Ob es taugt, seht ihr gleich. Vorab noch wollte ich sagen, dass einige Leute bei uns in der Community berichtet haben, dass diese PCs einfach sehr, sehr lange brauchen, bis sie überhaupt da sind. Teilweise haben sie 3 bis 4 Wochen gewartet. Wenn ihr das verkraften könnt, ist das natürlich okay. Ich finde das schon ziemlich krass, wie lange die sich da Zeit lassen. Aber legen wir einfach mal los. Hier vorne haben wir das Gehäuse mit der Wasserkühlung und dem Board und dem Lüfter. Das dürfte soweit kein Fake sein, das ist soweit schon in Ordnung. Und was die technischen Daten angeht, starten wir mit dem Intel Core i9-11900KF Prozessor. Ist natürlich der Top-Prozessor aus der Intel-Reihe aktuell, ist zum Zocken mehr als geeignet, auch zum Stream überhaupt kein Problem. Es gibt natürlich Alternativen, ich werde euch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Der Prozessor hat eine TDP von 125 Watt, das kriegt die Wasserkühlung auf jeden Fall weg. Unterstützt bis zu 3200 MHz RAM, ihr könnt den auch übertakten. Es ist ja auch ein KF-Prozessor, K bedeutet, er ist übertaktbar, F bedeutet einfach nur, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Aber was den RAM angeht, wird das auf jeden Fall laufen, zumindest das, was hier auch konfiguriert ist. Ihr könnt natürlich auch höheren einbauen. Kostet 570 Euro bei Cyberport. Dazu bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X Grafikspeicher, einmal HDMI 2.1 und dreimal DisplayPort 1.4a. Welche ihr da jetzt genau bekommt, weiß so ziemlich keiner. Ich habe mir mehrere Berichte angeschaut und auch durchgelesen. Es wird nicht verraten, was für ein Hersteller genommen wird. Ich habe jetzt einfach mal die günstigste in Anführungsstrichen genommen, die ich gefunden habe. Es ist tatsächlich im Moment die Asus ROG Strix. Die ist auch noch leicht übertaktet. Ist die Top-Grafikkarte schlechthin. Damit habt ihr überhaupt keine Probleme. 144 Hertz, alles auf Ultra. Schaut euch die Benchmarks an bei YouTube. Ist, wie gesagt, die Top-Grafikkarte. Ich finde nicht, dass man sowas braucht. Man hätte jetzt auch eine 3080 Ti nehmen können. Diese 24 GB VRAM, die sind mehr so für Leute gedacht, die Animationen machen, die sehr viel Auslastung auf der Grafikkarte haben, sagen wir durch Adobe After Effects oder sonst irgendwelche Programme. Ist natürlich schön, dass sie verbaut ist, macht das System natürlich auch unnötig teuer. Kostet 2059 Euro bei eBay. Dazu bekommen wir das MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi Mainboard. Hier haben wir es auch schon, 4 RAM-Bänke, gekühlte Spannungswandler. Hier vorne wird die M2 SSD verbaut, die auch schon im System mit drin ist. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr diesen Slot hier unten noch benutzen. Ich weiß jetzt halt nicht, welche Grafikkarte die genau nehmen. Wenn es die Strix wird, wird es wahrscheinlich sehr, sehr eng werden, dass man da irgendwas verbauen kann. Hier unten könnt ihr noch erweitern, zum Beispiel mit einer Capture Card. Hier unten könnt ihr noch eine M.2 SSD einbauen. Hier unten habt ihr noch eine Erweiterungsmöglichkeit. Von der IO-Blende her 7.1. Hier ist WLAN und Bluetooth. Das ist natürlich auch mit an Bord. Netzwerkanschluss 4x USB 3.0, USB 3.1 Typ A, USB 3.2 Typ C. HDMI DisplayPort benutzt ihr bei diesem Prozessor nicht, weil, wie gesagt, keine integrierte Grafikeinheit. 2x USB 2.0 und PS/2 Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ich stelle mir nur einfach die Frage, warum man da ein Z490 genommen hat und kein Z590. Ich meine, es ist das einzige in dieser Reihe, was auch übertakten kann, was den Prozessor angeht, beziehungsweise auch den RAM. Aber ich hätte ein Z590 schon besser gefunden, allein schon wegen PCI Express 4.0. MSI hat wohl angedeutet, dass man auf dem Z490 auch PCI Express 4.0 nutzen kann. Wer es braucht, ihr kommt auch mit den normalen PCI Express 3.0 SSDs zum Beispiel klar, auch mit den Grafikkarten. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen schade, da die Z590 jetzt auch nicht viel mehr kosten. Alles in allem aber ein grundsolides Board, hat auch genug Anschlussmöglichkeiten, kostet 178 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir eine 2 TB Festplatte, also eine 3,5 Zoll HDD. Welchen Hersteller geben sie natürlich wie immer nicht an. Wir nehmen jetzt einfach mal Seagate Barracuda Compute 2 TB 3,5 Zoll. Reicht natürlich zum Auslagern sämtlicher Daten völlig aus. Bilder, Videos, Spiele von mir aus auch. Dann sind die Ladezeiten natürlich ein bisschen länger. Ich würde euch echt empfehlen, die Spiele dann auf der SSD zu installieren. Die ist ja auch 2 TB groß. Kostet 49 Euro bei Mindfactory. Hier kommen wir auch schon zu der angesprochenen 2 TB PCI Express SSD. Da wird auch nicht angegeben, welche wir genau kriegen. Ich habe jetzt einfach mal die Intel SSD 660p 2 TB genommen. Ich habe ja mehrere Warenkörbe verglichen und die meisten haben halt diese SSD genommen. Hat eine Leserate von 1800 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 1800 MB/s und kostet 166,30 Euro bei Equipper. Dazu bekommen wir 32 GB Kingston Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3200 MHz. Ist natürlich ganz nice, dass er RGB beleuchtet ist, also das heißt, sie versprechen nicht zu viel, auch was das Bild angeht. Man hat auf dem Bild jetzt den RAM zwar nicht gesehen, aber man hat dieses Leuchten gesehen. Das kommt halt auch teilweise vom RAM klar. 3200 MHz, es hätte, wenn es nach mir ginge, ein bisschen mehr sein können, aber es entspricht natürlich genau der Intel-Spezifikation.
32 GB in dem Preisbereich auch wirklich vonnöten. Wenn sie jetzt 16 verbaut hätten, hätte ich da schon so ein bisschen geschimpft. Haben sie aber nicht, deswegen ist das schon in Ordnung. Kostet 174,80 € bei Equipa. Beleuchtetes Glasdesign, ja, das ist einfach nur das Gehäuse. In dem Fall ist es ein InWin 103 schwarz mit Glasfenster. Da ist dieser Lüfter, der auf dem Bild zu sehen ist, natürlich noch nicht mit dabei. Deswegen haben wir den auch mit reinkonfiguriert, zeige ich auch gleich nochmal. Ist natürlich auch ein grundsolides Gehäuse. Mir gefällt das Design jetzt nicht unbedingt. Das Netzteil wird oben eingebaut, das Board hängt unten. Was den Airflow angeht, bin ich auch nicht so ganz überzeugt. Klar, ihr habt eine Wasserkühlung da drin und den Lüfter halt im hinteren Bereich. Das Problem ist einfach nur, es sind keine Frontlüfter oder ähnliches verbaut, dass da nochmal die Luft richtig reingepresst wird ins System. Das wird halt hauptsächlich über diese seitlichen Lüftungsschlitze realisiert. Da wird das dann passiv angesaugt von den Lüftern, die halt im System oben und hinten dran sind. Qualitativ kann ich euch leider dazu auch nichts sagen, weil ich dieses Gehäuse noch nie bestellt habe. Ich finde es jetzt auch optisch jetzt nicht so ansprechend, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Kostet 96,86 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir noch eine AlphaCool Icebear 240 Wasserkühlung mit zwei InWin Saturn ARGB 120mm Lüftern. Hier haben wir sie auch schon, allerdings ohne RGB. Ja, rechnet gleich beim Endpreis einfach nochmal 20 € drauf. Das werden dann die Lüfter, die sie ausgetauscht haben. Die werden die Lüfter nicht verwenden und RGB-Lüfter nehmen. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Reicht für den Prozessor natürlich völlig aus zum Kühlen. Ist auch schon etwas älter, man sieht es auch am Design der Wasserkühlung. Reicht aber wie gesagt aus. Kostet 96,16 € bei Mindfactory. Dann haben wir noch ein Seasonic Focus GX 750 Watt Netzteil. Schon mal sehr schön, dass sie Seasonic genommen haben. Das Focus ist auch ein gutes Netzteil. 750 Watt ist natürlich so eine Sache. Das ist schon gar nicht hart an der Grenze. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 850 Watt Netzteil genommen hättet, wäre die Effizienz höher. Aber es reicht natürlich für dieses System völlig aus. Hat eine 80 Plus Gold Zertifizierung, hat 10 Jahre Garantie, Herstellergarantie natürlich. Das heißt, wenn die Garantie bei Medion abgelaufen ist, könnt ihr versuchen, über Seasonic dann ein neues Netzteil zu bekommen, falls es innerhalb dieser 10 Jahre kaputt geht, was ich nicht glaube, aber kann immer wieder passieren. Kostet 98,77 € bei Mindfactory. Dann steht hier noch Wi-Fi 6AX 201 mit Bluetooth 5.1. Das ist dem Mainboard geschuldet, das ist mit dabei. Der Netzwerkcontroller natürlich auch. Realtek 7.1 ist auch mit dabei, auch vom Mainboard aus. Software Windows 10 Home. Ja, kennt ihr ja schon. Professional kriegt man für dasselbe Geld. Ich weiß jetzt auch nicht, wie deren Einkaufspreise sind. Ich hätte mir da jetzt Professional gewünscht, aber Home, okay, reicht für euch natürlich aus. Kostet 26,94 € bei MySoftware. Das Lustige ist, hier steht halt auf diesem Notebook, ein ziemlich fettes Notebook, eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Microsoft 365 für Microsoft 365 Neukunden vorinstalliert. Danach kostenpflichtig, sprich deinstalliert es. Oder wenn ich es unbedingt benötigt, abonniert es. Klar, aber ich würde es deinstallieren, benutze irgendeine freie Variante. Es gibt ja mehr als genug Office-Programme im Internet, die kostenfrei sind. Es muss nicht unbedingt Office 365 sein. Dann haben wir noch McAfee LiveSafe, kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert, könnt ihr auch unterschmeißen. Xbox Game Pass für PC, kostenlose 1 Monat Testversion, das ist ganz okay, da könnt ihr das mal ein bisschen testen, denkt aber dran, es zu kündigen, dass es sich nicht automatisch verlängert. Da könnt ihr so ein bisschen noch Spiele ausprobieren, was der PC so kann, der wird allerdings keine Probleme haben, irgendein Spiel nicht abspielen zu können. Der ist so leistungsstark, der Rechner. Hier sind nochmal die Anschlüsse, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Der Lieferumfang ist der High-End Gaming PC, klar, eine kabelgebundene Maus, die haben wir auch mit reinkonfiguriert. Wir nehmen jetzt einfach mal eine HP Pavilion Gaming Maus 200. Die kostet so um die 15-16 €. Wird natürlich eine Medion-Maus sein, aber Medion-Mäuse gibt es kaum auf dem Markt. Und die, die ich gefunden habe, kosten 3 €. Das fand ich dann auch ein bisschen unfair. Packen wir auch für 16,88 € in den Warenkorb. Netzkabel ist auch mit dabei. Ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt tatsächlich Hersteller da draußen, die das Netzkabel einfach weglassen. Verstehe ich nicht. Bei jedem Netzteil wird das normalerweise mit reingepackt. Und eine Garantiekarte. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu dem Thema Lüfter. Ich habe jetzt einfach mal einen Arctic P12 genommen, der hinten im Gehäuse drin sitzt. Kostet 10,35 € bei Mindfactory, packen wir auch so in den Warenkorb. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Wir hätten hier die Seagate Barracuda HDD, die Intel SSD, den Intel Prozessor, den Kingston RAM, die Grafikkarte, wo ihr nicht genau wisst, welchen Hersteller ihr bekommt, das MSI Board, die Maus, der Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommt ihr auf den Gesamtpreis von 3.540,36 €. Das System soll kosten 3.699 €. Ja, das bedeutet für euch jetzt im Endeffekt, ihr könntet einfach hergehen, das System bei Mindfactory zusammenstellen und da auch für 150 € kriegen. Das ist jetzt nicht der Schnapper schlechthin. Und ihr könntet bei Mindfactory noch durchaus einige Sachen tauschen, wie zum Beispiel das Mainboard auf dem Z590 Chipsatz oder ähnliches. Eine andere Wasserkühlung, weil die ja schon etwas älter ist. Ich möchte jetzt einfach nur damit sagen, ihr macht mit dem System nicht sonderlich viel falsch. Ob ihr jetzt wirklich eine 3090 braucht mit 24 GB VRAM, das sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, was ihr mit dem PC macht. Wenn ihr wirklich nur zocken wollt, dann bräuchte ich auch zum Beispiel einen Ryzen 5800 mit einer 3080 Ti. Da seid ihr von der Leistung her ungefähr gleich auf. Zieht von mir aus 10% ab.
aber da seid ihr bestimmt so 600, 700 Euro günstiger. Also Kaufempfehlung, ja, ist wirklich schwierig, weil das genau in diesem Bereich ist, wo ihr es auch selber zusammenstellen könnt oder bei Mindfactory zusammenbauen lassen könnt. Wenn ihr selber baut, seid ihr günstiger, klare Sache. Es ist keine Abzocke, kauft euch das System ruhig, wenn ihr es überhaupt kriegt. Denkt dran, 3 bis 4 Wochen Lieferzeit, so war es bisher bei den anderen PCs. Und lasst euch dann auch erinnern, beziehungsweise setzt euch einen Timer, dass ihr wirklich da sitzt und das Ding bestellen könnt, weil es werden wieder viele bestellen, man weiß nie so genau, was die auf Lager haben. Das System ist meistens in den ersten 1 bis 2 Minuten weg, ist es leider so. Man muss es so sagen, wir haben die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit. Also, wenn ihr wirklich diese Grafikkarte, den Prozessor und alles so haben wollt, bestellt den ruhig, ist keine Abzocke. Ansonsten tauscht noch ein paar Komponenten, wie zum Beispiel das Mainboard, und bestellt es euch dann selber mal in Mindfactory und lasst es da zusammenbauen. So hab's wir gesprungen, wie ihr möchtet. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst ein Däumchen nach oben da, besucht gerne unseren Discord, der Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich auch die Links zu diesem System und allem anderen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und ciao, ciao.